Herr Borchert, vielleicht die erste Frage an Sie. Wasserknappheit in Uruguay, Wassernotstand im Süden Spaniens, Waldbrände in Mecklenburg, in Brandenburg, Feuer in Kanada, die New York im gelben Rauch versinken lassen. Was sehen wir da? Ist das Wetter oder ist das Klima? Wir sehen zunächst, dass das Wetter ist, weil zu Waldbränden, und um die geht es ja gerade, und wir sehen ja gerade die Bilder aus Kanada, gehören mehrere Zutaten. Und das ist einmal Hitze. Es braucht Trockenheit und dann braucht es Wälder und sozusagen den Grundstoff, den Zunder, wenn man so will, damit so ein Waldbrand ausbrechen kann. Und dann gehört Wind dazu. Mhm. Also es ist eine Kombination aus diesen Faktoren, und am Ende steht der Mensch, weil die meisten Waldbrände auch heute werden durch tatsächlich menschliches Tun ausgelöst und nicht so, wie es eigentlich in vielen anderen Gebieten ist, durch natürliche Faktoren wie Blitzschlag zum Beispiel, sondern dadurch, dass der Mensch tätig ist und viele Brände brechen in der Nähe von Siedlungen aus, ist der Mensch dann oft auch als Auslöser beteiligt. Diese Bilder hier, ne? Das ist beklemmend, ne, wenn man das sieht. Das ist New York. Das sind die, und das ist ja das, was Kanada. Ein paar Tage her, ne? Ja, es ist ein paar Tage her. Das macht ja die Brände in Kanada aus. Die sind nicht ungewöhnlich an sich. Sie sind von der Größe, von der Flächenhaftigkeit, von der flächenhaften Ausdehnung her ungewöhnlich. Und sie sind eben so groß. Man sieht sie ja auch auf den Satellitenbildern aus dem All. Das ist wirklich eine Riesendimension hat. Ist das eine neue Dimension? Ist das? Ja, in der Flächenausdehnung nicht so sehr in der Häufigkeit, aber in der Flächenausdehnung und auch zum der Zeitpunkt, dass es jetzt so früh im Jahr ist, ist es in mehreren Aspekten ungewöhnlich. Ja, das finde ich nämlich so interessant. Sie sind, muss man vorweg, finde ich, einmal klar machen, Sie gehören nicht in die Alarmismusabteilung. Nein. Gar nicht. Und deswegen freue ich mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, weil Sie sehr differenziert auf all das schauen, was da passiert. Aber Sie sagen eben, es gibt so ein paar Punkte, ein paar Dinge, über die müssen wir nachdenken. Und darüber müssen wir wirklich ernsthaft sprechen. Zum Beispiel auch das. Die Frage, dass das jetzt passiert. Was ist daran so ungewöhnlich? Jetzt bezogen auf die Waldbrände, genau. Ist es eben die Vielzahl, es ist die Flächenausdehnung, es ist die Jahreszeit, zu der das passiert, die in der Summe eben mehrere ungewöhnliche Ausprägungen hat. Aber das gilt auch für die Waldbrände, die wir jetzt gerade hier in Deutschland wieder sehen. Mhm. Man könnte sich auch das Szenario vorstellen, dass es flächenhafte und große Waldbrände vor den Toren Hamburgs in der Lüneburger Heide gibt. Die hat es ja auch 1976 schon mal gegeben. Mhm. Wir haben die Brände, wir sehen die Waldbrandgefahrenkarte gerade im Hintergrund. Je roter auf der Karte, desto größer diese Waldbrandgefahr und auch große Brände. Und die Wälder würden es hergeben in Brandenburg. Solche Bilder wären auch für Berlin vorstellbar. Rund um Berlin oder die Stadt selber? Die Stadt. Also wenn ein großer flächenhafter Waldbrand in diesen Dimensionen östlich von Berlin ausbrechen würde und wir haben gerade Ostwind, dann sind solche Bilder, wie wir sie jetzt für New York gesehen haben, auch für Berlin denkbar. Das klingt nicht gut. Was so seltsam ist, ist das Gefühl in diesem Jahr, frag auch in die Runde, das Gefühl war doch ein anderes. Das Gefühl war, ich weiß noch, ich habe mit jemandem auch hier in der Sendung darüber gesprochen, der sagte, naja, in diesem Jahr ist Wasser, ist Trockenheit nicht unser Thema. Der Winter war vergleichsweise nass, es hat gut geregnet, die Grundwasserspeicher in Deutschland sind relativ gut gefüllt und plötzlich, wie aus dem Nichts, von einem Moment auf den anderen sitzen wir hier und reden genau darüber, dass es plötzlich wieder so unfassbar trocken wird. Was ist denn da wirklich passiert? Na, wir müssen in die Dimension des Wasserkreislaufs denken. Und diese Dürre, die wir jetzt, mit der wir es jetzt zu tun haben, ist ja eine, die schon seit mindestens 2017 da ist. Und ein zusammenhängendes Ereignis ist. Wir reden eigentlich über eine Dürreperiode und nicht über Dürrejahre. Und die Niederschlagsdefizite, die sich im Wasserkreislauf aufgebaut haben, die eben begonnen haben in diesen Jahren, die nicht wieder in den Wintern ausgefüllt sind, sind mittlerweile so hoch, man kann das für einzelne Teile Deutschlands bilanzieren. Uns fehlen in einzelnen Regionen 1,5 Jahre Niederschlag. Mit anderen Worten, es müsste 1,5 Jahre kontinuierlich regnen, damit diese Defizite wieder ausgefüllt sind. Uns fehlen 1,5 Jahre Regen. In der Grundwasser, also in Zeit. In der Grundwasserneubildung, ja. Und das ist das lange Gedächtnis, das der Wasserkreislauf hat. Wir haben es mit einem Problem zu tun, das weit über den Tag und weit über ein Jahr hinausreicht und eben
wie gesagt, aus dem Wasserkreislauf heraus verstanden werden muss. Denn Grundwasser, das wir heute vielleicht aus unserem Wasserhahn bekommen und von den Wasserwerken gewonnen wird, aus vielleicht 100 Meter Tiefe, hat vielleicht 100 Jahre gebraucht, um dorthin zu kommen. Wir reden über solche Zeitskalen. So langsam geht das? Das kann noch durchaus länger gehen. Während das Wasser, das wir jetzt, und wir sehen gerade den Dürremonitor im Hintergrund, das ist der Oberboden in Deutschland, die obersten 2 Meter. Okay, 2 Meter, so ist das definiert. So ist das definiert. Da reden wir über die Bodenfeuchte, nicht über das Grundwasser, sondern das Wasser, das in den oberen Bodenschichten gebunden ist, dort den Pflanzen vor allen Dingen zur Verfügung steht. Das wird eher durch jährliche Niederschläge aufgefüllt in den tieferen Bodenschichten. Dauerte schon mehrere Jahre, also bei 2 Metern. Und deswegen kommt die kuriose Situation zustande, dass es zwar dann wie jetzt im Januar regnet oder im Februar, der Oberboden ist feucht, die oberen 30 Zentimeter, und darunter ist es trocken wie in der Steppe. Und das macht eben der Wasserkreislauf. Okay, 2 Fragen dazu. Also es klingt so, als würden Sie sagen, das ist ein Thema, ein Problem, und das geht auch nicht mehr weg. Das ist ein Thema. Wir müssen lernen, mit diesen neuen Extremen, und das macht jetzt auch diese Dürreperiode der letzten 5 Jahre aus. Wenn man die mal versucht, statistisch einzuordnen, dann gibt es Analysen, die sagen, dass das in den letzten 2000 Jahren in Mitteleuropa so nicht vorgekommen ist. 2000 Jahre? Mit anderen Worten, wir haben es mit einer neuen Situation zu tun, auf die wir uns einstellen müssen. Und dass wir 5 Trockenjahre in Folge haben, ist eine neue Qualität. Es hat früher schon mal einzelne Trockenjahre gegeben, genau. Aber die sind dann tatsächlich durch ein feuchtes Folgejahr sehr schnell wieder abgelöst worden und dann auch von Perioden, in denen es dann mehr geregnet hat. Aber das ist die neue Qualität dieses Ereignisses, mit denen wir jetzt zu tun haben. Neulich eine Statistik gelesen, ich habe sie nicht mehr ganz präzise im Kopf, aber EU-Gebiet. Wie viel des gesamten EU-Gebiets sind mittlerweile von Dürre bedroht? Also auf dem Weg dahin, Dürregebiete zu werden? Na, wir haben Dürregebiete ja schon immer, der Mittelmeerraum, wir haben von Spanien gehört, Südfrankreich, die auch natürlich schon immer niederschlagsärmere Gebiete waren. Genau. Der Punkt ist aber, dass sich die, und das sagen die Prognosen, die man wirklich ernst nehmen muss, dass wir, wenn wir uns so in Richtung 2050, 2060 bewegen, also die Jahrzehnte, in denen der Klimawandel richtig manifest wird, dass wir dann vielleicht 20, 30, 40% der Fläche Mitteleuropas in so einem Zustand haben, wie wir ihn gerade auf dem Foto sehen. 20, 30, 40%? Das der Fläche Europas. Spanien ist gerade als Stichwort gefallen, Herr Etter. Sie leben da, das ist Ihr Hauptwohnsitz sozusagen. Spanien ist gerade sehr betroffen von Dürre. Es gibt unglaubliche Bilder, die wir gerade aus Spanien sehen. Und ich sag mal so, der Sommer beginnt ja gerade erst richtig. Genau. Wo ich lebe, ist es noch relativ feucht vergleichsweise. Wo ist das? Das ist im Norden an der Grenze zu Frankreich, im Vorgebirge der Pyrenäen. Genau. Und es war jetzt auch wieder die kuriose Situation, dass es da bei uns in der Nähe tatsächlich, was wir gerade sehen, dass es jetzt die letzten Wochen sehr, sehr viel geregnet hat. Aber wir haben so einen kleinen Fluss, der durch das Tal führt. Der hat sich nicht erholt seit vergangenem Sommer. Das war wirklich so ein massiver Einschnitt, den man da wirklich beobachten konnte. Das gleichzeitig, wir sind halt nicht darauf vorbereitet. Wir haben, also das ist, glaube ich, überall so in Europa. Bei uns ist gerade eine Wasserfabrik, die soll jetzt erweitert werden. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, aber es wird halt weiter vorangetrieben. Mhm. Und bei uns ist es noch relativ harmlos, wenn wir weiter in den Süden Spaniens gehen. Da haben wir die Olivenernte. Und Oliven sind ja eigentlich Bäume, die vertragen Hitze, die vertragen Dürre. Mhm. Die ist in Andalusien teilweise um 80% eingebrochen. Und das ist irgendwie ein Warnzeichen, was ich da beobachtet habe, was mir sehr, sehr, sehr große Sorgen gemacht hat. Mhm. Herr Borchert, wenn wir gerade über Ernten sprechen, ich habe das vorhin zitiert, teilweise Ernten, die um ein Drittel kleiner, geringer ausfallen als noch vor wenigen Jahren. Magdeburger Börde, sehr, sehr fruchtbarer Boden, guter Boden, aber immer weniger Wasser. Was bedeutet das für Deutschland? An welchem Punkt wird es irgendwann existenziell? Ich meine, wenn man mal anfängt, darüber nachzudenken, wir gehen morgens zum Bäcker und kaufen wir selbstverständlich unser Brötchen.
Wann haben wir irgendwann die Situation, dass wir Weizen selber nicht mehr haben und auch woanders nicht mehr kriegen möglicherweise? Also an welchem Punkt müssen wir anfangen, darüber nachzudenken, was wir schlicht und ergreifend an Nahrungsmitteln noch herstellen können? Also erstmal ist richtig und festzuhalten, dass die Nahrungsmittel, also dass die Ernährungssicherheit aufs Engste mit Wasser verknüpft ist. Ja. Denn aufgrund genau dieser Zusammenhänge. Das heißt für die Landwirtschaft in Deutschland und auch in Mitteleuropa nichts anderes, als jetzt, dass Anpassung erfolgen muss, nämlich mit diesen veränderten Bedingungen umzugehen. Und ich mache das mal an der Zahl fest. In Deutschland werden im Moment nur rund 2% der landwirtschaftlichen Fläche bewässert. Das ist ja in anderen Gegenden wie Spanien ganz anders, wie wir wissen. Das heißt, es gibt jetzt eine massive Diskussion darüber, in die landwirtschaftliche Bewässerung zu gehen. Und die landwirtschaftliche Bewässerung bedeutet, da kommt ein völlig neuer Wassernutzer. Vielleicht müssen wir in 30 Jahren 30-40% der landwirtschaftlichen Nutzfläche, nämlich auf den fruchtbaren Böden, bewässern. Aber das Wasser muss irgendwo herkommen. Das kann eigentlich nur aus dem Grundwasser oder aus Oberflächenwasser kommen, also da, wo es heute noch erstmal auf diese Art und Weise genutzt wird. Und wenn wir beim Grundwasser sind, sind wir bei der Nutzungskonkurrenz zum Trinkwasser. Denn die große Frage wird sein, ist denn für beide Nutzungen, landwirtschaftliche Bewässerung und Trinkwasser, dann genug da? Und um diese Frage geht es. Und darum geht's. Ja, und das sind dann Trinkwasser versus Bewässerung für Landwirtschaft. Das ist eine der zukünftigen. Also, man könnte sagen, es geht um Essen oder Trinken. Es geht um Nutzungskonkurrenz. Und ja, wir müssen aushandeln und wir müssen uns jetzt überlegen, mit den Prognosen, die wir für die Wasserbilanz haben, also wie viel Wasser ist da, wer nutzt welche Menge und wer bekommt es im Knappheitsfall vielleicht zuerst. Und wir müssen uns überlegen, wie aus einer Nutzungskonkurrenz am besten kein Konflikt wird, sondern man muss sich vorher überlegen, wie man in diesen krisenhaften Situationen umgeht. Und dann muss man sich, und das gilt ja auch für die landwirtschaftlichen Betriebe und die Landwirtschaft, langfristig überlegen, muss man andere Früchte umbauen, braucht man andere Beispiel, können Sie es mal konkret machen? Was könnte das in der Projektion bedeuten? Ja, es kann sein, dass man zum Beispiel wasserintensive Kulturen wie Mais, den wir vielleicht gar nicht sinnvoll nutzen können, übrigens auch nicht für die Ernährung, dass dann vielleicht das keine Nutzpflanze ist, die wir hier noch anbauen sollten, während das für Weizen sicherlich anders zu sehen ist. Also das sind die Fragen, die dann zu stellen sind. Und für die Betriebe bedeutet es natürlich, wie schaffen sie es dann, auf Weltmärkten zu bestehen und als Betriebe zu überlegen. Das heißt, sie brauchen betriebliche Existenzbedingungen, das ist die Herausforderung der Zukunft. Und die ist anders als die wir im Moment noch gegeben haben. Ich meine, was da jetzt im Raum steht, ist ja das Rationieren von Wasser, ne? Darüber denken wir dann offensichtlich nach. Es geht auch bis in die Rationierung. Das sehen wir jetzt ja auch. Wir stehen in einzelnen Landkreisen, werden ja schon jetzt, es wurden im letzten Jahr ohnehin, aber auch jetzt werden ja schon erste Nutzungsbeschränkungen ausgesprochen. Übrigens gerade auch für die landwirtschaftliche Nutzung, dass zum Beispiel aus kleineren Oberflächengewässern, die jetzt schon kein Wasser mehr führen, dann auch kein Wasser mehr für Bewässerung entnommen werden darf. Und wir haben erste Landkreise, in denen das jetzt eingeschränkt wird bis hin zum Verbot. Herr Kühnert, ist Ihnen das bekannt? Ja, mit Sicherheit. Ne? Sie kriegen das, diese Themen werden ja mit Sicherheit im politischen Berlin diskutiert. Ja, Wasser rationieren zum Beispiel. Wie denken Sie darüber nach? Ja, also das ist ja etwas, was wir spätestens im letzten Jahr gelernt haben sollten, wenn Politik sich mit Knappheiten, schon existierenden oder potenziellen Knappheiten zu befassen hat, dann muss Vorsorge getroffen werden. Dann muss man sich Gedanken machen, wie schafft man eigentlich ein Ranking von Bedürfnissen, was genau im Zweifel abgearbeitet wird? So wie wir das letztes Jahr, als wir nicht sicher waren, ob das Gas ausreichen wird, überlegt haben, welche Unternehmen sind für Liefer- und Wertschöpfungsketten besonders wichtig. So ist es hier auch. Das macht natürlich die Situation nicht besser. Es ist eine ganz schlimme Situation. Aber man muss ja erst mal damit umgehen. Und natürlich treffen Landesregierungen jetzt auch schon Vorkehrungen dafür. In Sachsen-Anhalt passiert gerade, Sie haben die Börde eben angesprochen, das, was letztes Jahr auch schon passiert ist. Also der Altmarkkreis Salzwedel hat diese Woche seit Montag bereits wieder in privaten Gärten und so ein Bewässerungsverbot, ich glaube zwischen 10 und 19 Uhr, also keine Wasserentnahme aus Oberflächengewässern oder aus Brunnen, weil eben die Forschung auch ganz klar sagt, dass eine Bewässerung zu diesen Tageszeitungen, wenn die Sonne brezelt, einfach dafür sorgt, dass eine ganze Menge verdunstet, ohne dass bei den Pflanzen was ankommt. Und das hat dann auch einfach was mit Klugheit zu tun, zu sagen, das muss doch nicht sein, wenn wir diese Knappheit haben. Übrigens völlig egal, ob wir kurz davor stehen, dass das Feld nicht mehr bewässert werden kann, einfach
weil wir dazulernen sollten. Mhm. Herr Borchert, nochmal Magdeburg, die Börde. Wie wichtig ist die für die Landwirtschaft und am Ende für die Ernährung Deutschlands? Es sind die fruchtbarsten Böden, die wir in Deutschland haben, zusammen mit der Hildesheimer Börde. Und damit ist es die Kornkammer Deutschlands, wenn man so will. Und mit entsprechend wichtig ist sie. Und insofern ist die Sicherung auch von landwirtschaftlicher Produktion auf diesen Böden vor allen Dingen, und die Fruchtbarkeit dieser Böden ist ja ein Geschenk, das uns auch die Natur gibt, genauso wie das Wasser auch, die wir eben entsprechend nutzen können und auch nutzen sollten. Also von daher steht das für mich zunächst mal außer Frage. Wenn man über Wasser nachdenkt, machen wir das üblicherweise als Laien ja sehr, sehr oberflächlich. Sie als Hydrologe schauen da anders drauf. Boden ist ja in Deutschland nicht gleich Boden. Das heißt, wenn es dann endlich mal regnet, ist das in der Börde gut und ist es woanders möglicherweise fast egal, weil der Boden nichts aufnimmt. Wie sind die Böden in Deutschland beschaffen? Wie sieht das aus? Ja, sie sind höchst unterschiedlich. Und hinzu kommt noch, dass auch der Niederschlag sehr unterschiedlich ist. Wir haben im Voralpenraum 2000 Millimeter, das bedeutet 2000 Liter pro Quadratmeter. Und ja, also das ist eine 2 Meter Wassersäule, die fällt. Während es in Berlin nur noch etwas über 500 sind. Also schon mal ein Faktor 4 oder 5 in der Unterschiedlichkeit des Niederschlags. Und in der Speicherfähigkeit der Böden ist es noch mal viel unterschiedlicher. Wir haben die Sandböden in der Lüneburger Heide, aber auch in Brandenburg, wo das Wasser sehr, sehr schnell versickert, gar nicht gehalten wird, auch nicht in den oberen Bodenschichten, während wir dann solche Böden wie in der Börde haben, die eben lehmhaltig sind, das Wasser sehr viel besser halten. Und das ist höchst unterschiedlich, beides ist höchst unterschiedlich verteilt. Und die Konsequenz daraus ist, dass es um regionale Lösungen geht, wie wir mit dem Wasser umgehen. Wir müssen uns das vor unserer Haustür überlegen und dort den entsprechenden Umgang finden. Das ist die Aufgabe. Ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben, aber ich fällt mir gerade ein, Elon Musk, als er die Gigafactory in Brandenburg eröffnet hat, da ging es ja genau um die Frage, wie viel Wasser braucht so ein Werk, Batterie, Autos und so weiter herzustellen. Und er stellte sich hin, ich habe es nicht mehr ganz präzise im Kopf, und sagte, was regt ihr euch hier auf über diese angebliche Wasserverschwendung? Ich komme aus Kalifornien, da ist alles braun und ich gucke mich hier um und hier ist alles grün. Ihr seid bescheuert, ihr Deutschen so ungefähr, ihr habt doch gar kein ernsthaftes Problem. Was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben? Ich habe das Interview auch gesehen, ich habe die Bemerkung war sehr doch genau so, ne? So war es, haben das, glaube ich, tatsächlich. So, ist es, so hat er es gesagt. Und ich sage das jetzt ganz drastisch, das ist ignorant. Und ich meine, wir sollten nicht von dem Wasserumgang in Kalifornien lernen und das als Vorbild für das wir nehmen, wie wir hier mit dem Wasser umgehen. Denn die Wasserkrise in Kalifornien ist ja noch um einiges schärfer als bei uns. Das ist der Punkt. Gibt es Szenarien, die sich die Bundesregierung auch überlegt für Deutschland, wenn das jetzt so weitergeht? Also Herr Borchert schildert ja gerade sehr eindrucksvoll, es geht um die lange Linie. Und wann würden Sie sagen, Herr Borchert, noch ganz kurz dazwischen gefragt, wann fing das an? Der Punkt, in dem es kippte, wo Sie sagen würden, da habe ich angefangen, mir langsam Gedanken zu machen. Es gibt im Wasserkreislauf unterschiedliche Signale. Wir sehen eigentlich zum Beispiel zurückgehende Abflüsse in den Flüssen, in den größeren Flüssen diese Tendenz schon länger. Ungefähr? Also zumindest, ich würde jetzt sagen, 10 bis 15 Jahre ist da so ein Eintrittspunkt offensichtlich gewesen. Aber wie gesagt, jetzt besonders manifest und wirklich durch den gesamten Wasserkreislauf sich ziehen seit den Jahren 2017, 2018 und dann jetzt in der Folge dieser 5 Jahre, wo wir es mit diesem wirklich zusammenhängenden Ereignis zu tun haben. Mhm. Deswegen nochmal die Frage, Herr Kühnert, Szenarien. Worüber denken Sie danach? Gibt es da Szenarien? Also ich bin jetzt kein Landwirtschaftsexperte oder so. Nein, aber das ist ja ein Thema, das uns alle betrifft und wir müssen uns damit beschäftigen. Und ich gehe davon aus, dass Sie das natürlich tun. Ich kann das ein bisschen an meinem Bereich machen, an dem ich im Bundestag arbeite, an der Baupolitik. Also da sind wir ja nicht nur Deutschland, sondern global auf dem Weg dahin, netto null künftig zu versiegeln. Das heißt, für Fläche, die wir neu versiegeln, weil zum Beispiel ein Gebäude entsteht, werden wir in sehr naher Zukunft uns die Selbstverpflichtung auferlegt haben, dann auch immer
die gleich große Fläche zu entsiegeln, weil wir verstanden haben, dass es nicht nur um die Menge an Niederschlag geht, sondern auch um die Frage, wo dieser Niederschlag dann eigentlich hingeht. Und dass es nicht nur darum geht, den irgendwo in möglichst großen Behältnissen und Rückhaltebecken zu halten, sondern, so wie Sie es gerade beschrieben haben, dass es da wirklich auch darum geht, wie die Böden funktionieren, wie das dann über Jahre als Grundwasser sich auch widerspiegelt. Und klar, das verändert Baupolitik ganz konkret. Das lässt uns viel stärker darüber reden, in die Höhe zu bauen, Dachgeschossausbauten zu machen. Es führt in Städten, die bislang keine besonders hohe Baukultur haben, dazu, dass über Hochhäuser stärker nachgedacht wird, weil jeder Politikbereich seinen Beitrag dazu leisten muss, das eh schon vorhandene Problem nicht fahrlässig noch größer zu machen. Herr Borchert, vielleicht können wir die Grafik einmal ganz kurz zeigen. Der Wasserverbrauch im Haushalt, was wir selber brauchen, was anteilig für Essen und Trinken benötigt wird, Reinigung, Auto, Pflege, Garten, das ganze Thema. Körperpflege, sehr interessant, ne? Baden, Duschen, 36%. Also müssen wir Wasser sparen? Wo? Wo tun wir es sinnvollerweise? Es fängt damit an, dass tatsächlich den meisten Bundesbürgern unbekannt ist, wie viel Wasser sie eigentlich überhaupt verbrauchen. Es sind nämlich rund 125 Liter pro Einwohner und Tag. Die braucht jeder von uns oder wird von den Wasserversorgern bereitgestellt. Mhm. Und diese Zahl, wenn sie dann gehört wird, wird schon erstmal mit Erstaunen zur Kenntnis genommen. Zu der Botschaft gehört, das war schon mal viel mehr. Wir haben vor etwa 30 Jahren knapp 150 Liter pro Einwohner und Tag verbraucht. Da ist also schon mal einiges passiert. Das ist zurückgegangen, wassersparende Armaturen. Und da sind gerade in den Haushalten ist da schon sehr viel passiert. Zeigt auch, dass Bürger bereit sind, dort zu handeln. In den letzten drei Trockenjahren ist es aber wieder nach oben gegangen. Also wir sind tatsächlich jetzt in der Umkehr dieses tiefen Punktes, den wir schon mal erreicht haben. Okay, aber wir sind bei 125 Litern, ja? Ungefähr, sagen Sie. Genau. Wo ist, weil wir gerade über Kalifornien gesprochen haben. Der durchschnittliche Kalifornier braucht wie viel? Knapp 300. Obwohl er noch weniger Wasser hat? Ja, natürlich. Ja, deswegen sagte ich vorhin, das ist kein gutes Beispiel. Und man muss noch auch hinzufügen, das kommt in Deutschland zu dieser Zahl auch dazu, die ist nämlich im internationalen Maßstab sehr gering. Wir sind eigentlich schon und haben gerade im häuslichen Verbrauch eine hohe Wassereffizienz. Und auch das ein Bewusstsein offensichtlich. Ja, das Zweite, was dazu gehört, ist aber, dass unsere Trinkwasserleitungen, aus denen wir das Wasser bekommen und die Wasserwerke, die wir haben, sehr gut gebaut sind, von der Infrastruktur sehr gut unterhalten werden mit unseren Wassergebühren, die wir dafür bezahlen als Verbraucher. Die Wasserverluste sind im internationalen Maßstab extrem gering. Ein großer Teil der Wasserprobleme, die wir im letztes Jahr von denen wir in Spanien gehört haben, aber auch in Frankreich gehört haben, haben auch mit maroden Infrastrukturen. Auch Italien vor allen übrigens. Italien vor allen Dingen. Ganz massiv. Wir haben Trinkwasserleitungen, in denen gehen 100% des geförderten Wassers verloren. Es muss doppelt so viel gefördert werden, bevor es... Also wo zum Beispiel? In Italien zum Beispiel. Dort wird doppelt so viel. Es gibt dort Trinkversorgungssysteme, in denen die doppelte Wassermenge gefördert werden muss, bezogen auf diejenige Menge, die aus dem Wasserhahn kommt. Ja. Und das zeigt, wie wichtig Infrastruktur und die nachhaltige auch Unterhaltung, Erneuerung und so weiter der Infrastruktur in diesem Zusammenhang ist. Auch das ist ein System sozusagen von der Quelle bis zum Verbrauch, dass man gesamthaft sehen muss. Das Israel ist da besonders gut, ne? Israelis sind unglaublich gut, was das Thema angeht. Ja, sie sind vor allen Dingen besonders gut in der Landwirtschaft. Ja. Und da sind wir mit der Bewässerung, die wir jetzt hier in einigen Regionen haben, also jeder hat die Kanonen vor Augen, die da in großer Höhe das Wasser an Sommertagen bei heißem Wind über Maisfelder sprühen. Verdunstet und ist weg. Das ist genau das Gegenteil von dem, was man machen sollte. Und die Wassereffizienz, die drückt man dadurch aus, also wie viel Nahrungsmittel wird denn pro Liter Wasser produziert. Da ist Israel der Referenzmaßstab. Heißt? Ja, die sind, also es geht um diese Tröpfchenbewässerung, ist die Technik, um die es geht. Das sind Technologien, die bei uns, wenn es in Zukunft in dieser Entwicklung geht, auch bei uns gebraucht werden. Und überhaupt ist da tatsächlich auch noch viel Innovation gefragt, denn diese ganze Klimaanpassung an der Stelle, aber auch an anderer Stelle, ist vor allen Dingen auch ein großes Innovationsfeld. Mhm.
meine, wenn man sich mal die Mengen so klar macht, ich finde immer so diese plastischen Bilder, die prägen sich dann wirklich ein. Gehört, Berlin hatte im April, glaube ich, die Menge sozusagen eines Mineralwasserkastens, die da runterkam. Mhm. In den letzten 4 Wochen war es ein Wasserglas. Mhm. Nichts mehr, ja. Also das ist ein krasses Missverhältnis. Und erklärt auch, warum es so plötzlich so schnell trocken wurde. Wie war das denn früher? Wie war das noch vor 20 Jahren? Na, es war gleichmäßiger. Also die Gesamtmenge im Durchschnitt, der Jahresdurchschnitt, hat sich gar nicht so sehr verändert. Also okay, Berlin hat ungefähr 550 Millimeter, also 550 Liter pro Quadratmeter, die da pro Jahr im Schnitt fallen. Aber die Verteilung hat sich stark verschoben. Und zwar gerade, wir haben es gerade, April ist bei uns in unserem gewohnten Klima der regenreiche Monat, der Frühjahr. Und plötzlich haben wir jetzt auch gerade in den letzten 5 Jahren plötzlich im März und April keinen Regen mehr. Ja, Winterdürren haben Sie das genannt. Die Winterdürren. Und dazu 2 Bemerkungen. Das eine ist, es hätten eigentlich nicht das Wasserglas sein müssen, sondern eben 50 Liter, also 5 Eimer voll. Das wäre der Durchschnitt gewesen. So groß ist die Diskrepanz. Wow. Und das eigentlich Gefährliche sozusagen für uns sind die Winterdürren. Weil jetzt wieder in dem Wasserkreislauf argumentiert und gedacht, die Wasserspeicher im Boden, im Grundwasser, auch in den Böden, die füllen sich bei uns im Winter auf. Mhm. Weil Wasser dann nicht verdunstet, es ist kalt und das Wasser versickert im Wesentlichen und wird dann im Boden und im Grundwasser und so weiter festgehalten. Weil von dem Regen, der jetzt morgen vielleicht hier fallen würde in Hamburg, kommt im Grundwasser nicht ein Tropfen an. Nein, das wird entweder sofort verdunstet, weil es warm ist und die Sonne scheint. Und den Rest verdunsten die Pflanzen, weil die dieses Wasser sofort aufnehmen, in dem Moment, wo es an ihre Wurzel kommt. Und nach unten bleibt nichts mehr übrig. Das heißt mit anderen Worten, wir haben keine Grundwasserneubildung im Sommer, sondern nur im Winter. Und deswegen sind die Winterdürren, das ist, ich sage jetzt mal kontraintuitiv, das stellt man sich ja nicht so vor. Aber das, wenn sich das massiv und dass sich das manifestieren sollte, dann haben wir ein richtiges Problem. Und weil dann auch zum Beispiel die Talsperren nicht mehr voll werden, zum Beispiel, die sich ja auch im Winter füllen und im Sommer leeren. Und was ist die Vermutung? Also was könnte der Zusammenhang sein? Warum? Sie sagen ja, die Menge bleibt ja absolut betrachtet mehr oder weniger gleich. Es kann ja auch kein Wasser von der Erde verschwinden. Richtig. Ja. Was ist der Grund für diese Verschiebung? Hat das was mit, ich höre immer wieder Jetstreams mit den großen Luftströmungen, also in großer Höhe, diese sehr schnellen Winde, die sozusagen dafür sorgen, dass Wolken um den Erdball rasen, wenn man so will, dass die in Schlingern kommen, weil das Temperaturgefälle zwischen der Arktis oder den Polen, sehr kalt, und dem Rest nicht mehr so besteht, weil sich gerade Arktis und Antarktis wahnsinnig aufheizen. Das ist die plausible Erklärung dafür. Und es gibt Leute, die sagen Quatsch, und es gibt andere Wissenschaftler, die sagen doch, guck da mal genauer hin. Also die Mehrheitsmeinung ist ganz klar die in diese Richtung geht, dass sich dort großskalig in diesen Wetter- und Klimasystemen tatsächlich diese Verschiebungen ergeben. Es ist physikalisch auch plausibel und wir sehen es jetzt. Und es ist ja auch so, wenn wir mal schauen auf die gemessene Veränderung, die wir sehen, und da ist die Temperatur der beste Indikator. Wir haben ja seit vorindustrieller Zeit in Deutschland im Mittel gemessen, seit etwa 1880 macht man das, also seit Ende des 19. Jahrhunderts ja schon gute 1,5 Grad an Erwärmung bis heute. Und selbst wenn wir die ehrgeizigsten Ziele auf der Verminderungsseite erreichen, kommen noch mal 2 Grad dazu. Und darauf müssen wir uns einstellen. Also mit anderen Worten, das wird eintreten. Und damit werden Jahre und vielleicht auch solche Perioden wie jetzt 2018 bis 2022 oder jetzt 2023 in vielleicht 40, 50 Jahren unsere Normaljahre sein. Und das ist einfach ernst zu nehmen und davon ist auszugehen. Und deswegen müssen wir uns darauf einstellen und entsprechend anpassen. Noch eine Frage. Ich habe mal direkt am Gazastreifen, am Eingang sozusagen zu Gaza, pflanzen die Israelis Baumwollfelder. Die wachsen und die brauchen Wasser, aber es muss kein Wasser von großer oder hoher Qualität sein. So brackiges Wasser. Baumwolle ist offensichtlich sehr genügsam. Das muss kein perfektes Trinkwasser, keine perfekte Wasserqualität sein. Und das heißt, die nutzen das Wasser 3, 4, 5 Mal und machen das mit unglaublicher Effizienz. Bei uns habe ich immer das Gefühl, wir machen es genau umgekehrt. Wir verschmutzen, auch durch Landwirtschaft und anderes, wir verschmutzen unglaublich viel gutes Wasser. Das stimmt.
Das heißt, auch da müssen wir deutlich besser werden. Da müssen wir deutlich besser werden, weil in Deutschland ist es zumindest so, dass man ganz grob sagen kann, aus meiner Sicht, dass die Einschränkung der Nutzbarkeit von Wasser auch für die, sowohl für die Trinkwassergewinnung, aber auch vielleicht für Bewässerungszwecke und für andere Zwecke stärker limitiert als die Wassermenge. Und wir sind immer noch ein wasserreiches Land. Wir haben immer noch 800 mm Jahresniederschlag und der wird auch auf absehbare Zeit vielleicht sogar im Mittel ein bisschen steigern. Wie gesagt, mit diesen sehr, sehr viel größeren Ausschlägen auf der Dürreseite und auf der Hochwasserseite, mit vielen Verlusten des Wassers, das wir eigentlich speichern müssten und können müssten im Winter und es strecken in die Knappheitszeiten. Aber das wird vor allen Dingen auch die Wasserqualität eingeschränkt. Und das ist eine genauso große Herausforderung wie der sensiblere Umgang mit den vor allen Dingen anders verteilten Wassermengen, die wir haben.